Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich habe hier Produkte von Colorful DIY. Tüte kann weg. Okay, das war jetzt so nicht geplant. Ich habe mir so schöne Sachen geholt. Leute, bin richtig happy und freue mich, dass es jetzt da ist. Eine Sache bekommt eine Freundin von mir. Das macht sie für mich. Da freue ich mich schon drauf, weil ich habe dafür gar keine Nerven. Hätte ich gerne, aber wenn ich nur dran denke, bin raus, ne? Aber sie macht das gerne und da dachte ich, ja, dann bestelle ich das mal und dann kann sie, sie fragt mich immer und dann habe ich gedacht, komm, das kann sie jetzt mal für mich machen. Tada! Cross Stitch, ein super schönes Einhorn. Und da dachte ich, wenn ich mal wieder ein Kind da habe, so als kleines Abschiedsgeschenkchen eingerahmt, warum nicht? Das ist doch super niedlich. Und dann kann man da noch den Anfangsbuchstaben vom Namen mit reinmachen. Oder wenn es nur ein ganz kleiner Name ist, dann halt der ganze Name. Aber das ist doch super niedlich. Also mir hat das richtig gut gefallen. Das Einhorn, weil das kann man auch so schön in so einen kleinen Rahmen und dann kann man das ins Kinderzimmer stellen. Das ist doch so ein super schönes Andenken, finde ich. Aber ich kann es halt nicht. Ich kann es nicht, kapiere es nicht, raff das nicht. Ist halt ein kleines Bild, aber schöne Farben. Mir gefällt's. Ich kann es halt einfach nicht. Und dann ist da noch die Anleitung mit dabei. Da könnte man jetzt auch ein Diamond Painting auf jeden Fall draus machen. Wenn man so eine Blanko-Leinwand hat, gibt es ja auch zu kaufen. Ja. Ja. Vielleicht frage ich sie, ob sie mir das Zettelchen wieder zurückschicken kann. Dann werde ich das vielleicht mal ausprobieren, das umzusetzen. Auf ein Diamond Painting. Ja, dann bestelle ich mir so eine Blankoleinwand und mit meinen übrig gebliebenen Steinen könnte ich das doch machen. Genau, und außenrum dann halt weiß. Ich glaube, das mache ich. Ja. Also, wenn du das siehst, den Zettel bitte wieder mit zurückschicken. Das würde ich mal gerne ausprobieren. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Ich finde das, da hätte ich jetzt gerade Lust drauf, weil man das so gut erkennen kann auch. Ich glaube, das mache ich. Ja, bestelle ich mir so eine Blankoleinwand. Ich weiß auch schon wo. Ist da noch was dabei? Ist da nicht immer normalerweise noch so eine Nadel dabei? Ach, hier ist sie. Genau. Da ist sie, die Nadel. Im Heuhaufen. Ich verstehe das nicht, wie das funktioniert. Boah, das ist auch so winzig, ne? Boah, da muss man erst so gucken. Und dann den Faden da reinfummeln. Bin ich raus. Aber genau, ihr macht das Spaß. Das ist doch schön. Das kriege ich jetzt natürlich nicht mehr so toll zusammengepackt. Genau. Wer es mal ausprobieren möchte, so ein kleines Ding, gerade für Anfänger, finde ich nicht schlecht. Ja, könnt das mal ausprobieren, wenn ihr schon immer mal wolltet. Dann weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich da noch bestellt habe. Ach ja, okay. Das habe ich für die Große bestellt. Aber da muss ich, da ist noch ein Toolkit dabei. Da muss ich sagen, das kam so ein bisschen zerknittert. Das finde ich so lala. Also hier ist ein bisschen zerknittert. Das geht besser. Es ist ein Lesezeichen mit Eulen. Da steht sie ja total drauf auf Eulen. Ja, ist schon okay. Aber ja, wie gesagt, hier finde ich jetzt halt so mittelmäßig nur. Dann das hier, um das dran zu hängen. Ja, ihr werdet das jetzt nicht so viel ausmachen, aber mir macht das ein bisschen was aus, ehrlich gesagt. Das sind die Steine.
schöne Strasssteine. Ja, das gebe ich ihr jetzt auch direkt. Sie hat zwar noch ein Projekt offen, aber ja, genau. Da freut sie sich immer, wenn da eine Pinzette dabei ist. Weil bei dem, was ich ihr jetzt die Tage gegeben habe, ist auch eine Pinzette dabei gewesen. Das war das mit Elsa, dem Mandala. Das muss ich mir also nochmal bestellen, weil ich möchte das auch painten. Genau, da hat sie jetzt schon angefangen. Und da war auch eine Pinzette dabei, da hat sie sich voll gefreut. Ja, das darf sie machen. Dann habe ich mir wieder bestellt Stifte. Ja, weil ich jetzt ein paar Stifte von mir leider aussortieren musste, weil, ich weiß nicht, sagt mir mal gerne, ob das bei euch auch so ist. Ja, da ist so der Einzelaufsatz. Oh, das kriege ich ja gar nicht da rein. Warte mal. Ja, das geht nicht rein. Ich habe das Problem, dass diese Mehrfachaufsätzer dann auf einmal so wackelig sind und immer rausrutschen, wenn ich painte. Aber warum ist das so? Wird die Öffnung mit der Zeit irgendwie größer? Habe ich mich da echt gefragt. Ja, weil mit den dicken Aufsätzern, da painte ich nicht so gerne. Muss ich mal gucken. Ich hoffe, dass diese schmalen Plastikaufsätzer da reinpassen. Kriegt das gar nicht da rein. Da muss mein Mann mal draufdrücken. Ja, also den blauen, der leuchtet im Dunkeln. Blau mag ich ja immer gerne. Also da muss er mal gucken. Und den habe ich noch gar nicht. So Konfetti, aber in Diamantenoptik. Und da dachte ich, das ist doch super für Diamond Painting. Und so schön bunt. Ah, der ist schon schön, der Stift. Ich werde alles in die Infobox setzen und verlinken natürlich. Mal gucken. Oh Leute, ich habe ja gar keine Power. Oh, was ist das denn? Puh. Krieg das nicht gebacken hier. Hey. Hey. Oh, nee, ich krieg das gar nicht hin. Warte mal. Ich krieg das gar nicht rein. Oh, ich krieg das nicht rein. Ich glaube, das ist irgendwie... Was ist das denn? Warum funktioniert das nicht? Nee, das passt nicht. Das passt gar nicht. Was ist das denn? Ah, da muss ich die Firma mal anschreiben. Ich probiere das aber mal gleich mit einem Aufsetzer aus dem Toolkit. Weil dann könnte ich den etwas dickeren Aufsetzer auf diese Stifte drauf machen, die halt schon so breit geworden sind. Das wäre natürlich super, wenn ich die austauschen könnte. Das wäre gut. Nächstes Bild ist ein bisschen größer. 40x50 hat 22 Farben, Toolkit, leider 200er Tüten. Naja, gut, muss man dann halt mal durch. Runde Steine. Aber schön sieht das aus. Ja, doch, ist schön. Das ist es. Das ist ein Drache und ich glaube, es ist ein Prinz auf dem Drachen, glaube ich. Und da ist es Nacht. Man sieht Sterne. Ich finde das irgendwie total schön, hat mir gut gefallen, als ich das gesehen habe. Bin ich mal gespannt. Ich finde auch die Größe in Ordnung. Dafür. Ich finde, das kommt gut raus. Ist schön. Jetzt probiere ich das mal mit dem Aufsetzer aus dem Toolkit da. Das ein bisschen schmäler ist. Hm.
sein. Ist irgendwas... Ein bisschen fail jetzt, ne? Aber ihr wisst, ich bin ehrlich. Da werde ich die Firma mal anschreiben. Weil es bringt ja so gar nichts, wenn ich das nicht reinbekomme. Das geht nicht. Weil das so, das sind so Ringe und die passen nicht, da passt es nicht drüber, da geht es nicht durch. Das werde ich mit der Nagelfeile ein bisschen abfeilen wahrscheinlich. Weil über diese Ringe geht es halt nicht. Naja, da muss ich mal gucken, dass ich das irgendwie hinbekomme, weil sonst kann ich den Stift ja nicht verwenden. Jetzt kriege ich da auch nicht mehr rein. Ich glaube, vielleicht liegt es auch an mir. Eventuell könnte es auch durchaus an mir liegen. Ich werde auf jeden Fall mal meinen Mann nachher fragen, ob der da mal drauf drücken kann. Weil das war ja vorher drin. Das muss ja reinpassen. Ich bin zu schwach. Okay. Ja, okay, bam in your face. Ich bin zu schwach dafür. Und dann habe ich mir noch was bestellt. Hat mir gut gefallen. Und das hat mir so gut gefallen, weil das ist jetzt aus Holz. Guckt mal. Ich finde das richtig cool, dass das nicht mehr diese dicke Acrylscheibe ist, sondern das ist aus einem schönen, leichten Holz. Und das ist doch super schön. So ein schöner Türkranz. Ja, und den mache ich und der wird an die Tür gehängt auf jeden Fall. Der gefällt mir sehr gut. Und er hat auch ein paar Sondersteinchen mit bei. Sind Strasssteine und dann sind da halt noch die Sondersteine. Sehr, sehr schön. Also das gefällt mir wirklich richtig gut. Dann habt ihr hier das Toolkit mit Kette. Dann könnt ihr das da dran machen. Hier und hier sind so vorgebohrte Löcher. Und dann kann man das an die Tür hängen. Wir haben da extra einen Nagel reingemacht. Genau. Und da sind Sondersteine. Der möchte immer auf mein Gesicht fokussieren. Hier, hier. Das ist so schön. Und wirklich, ich finde das so toll, dass das jetzt halt mit Holz ist. Sehr cool. Ja. Das war's. Ich werde euch irgendwo in den Kommentaren einen Kommentar hinterlassen. Wenn nicht, fragt nochmal danach, weil bis ich das Video online stelle, vergehen ja nochmal 2-3 Wochen meistens. Ja, weil ich drehe jetzt heute 10 Videos. Deswegen sehe ich dann auch immer so aus, weil ich ziehe mich jetzt nicht um. Genau, 10 Videos werden heute abgedreht. 3,5 Stunden habe ich dafür eingeplant. Läuft. Genau. Und dann kann ich euch berichten, ob das funktioniert hat, ob mein Mann da drauf drücken konnte, weil ich das nicht schaffe. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.